Unkonventionell, kreativ und mit einem intelligenten Zuchtsystem holt sich die Schlaggemeinschaft Becker 2017 den 4. deutschen Verbandsmeistertitel. Mit einem angeborenen Gespür für Tauben und einer starken emotionalen Verbindung ist er der Mann, dem seine Tauben vertrauen. Daniel Becker, der Spezialist für das Spiel mit den schnellen Weibchen. Das System bei der Schlaggemeinschaft Becker ist auch sehr speziell, weil er sich ganz auf das Weibchenspiel fokussiert hat. Das beginnt sogar bei den Jungen, ja, wo die männlichen Tiere dann anderen SGs, Schlaggemeinschaften zum Einsatz kommen und er sich voll auf die Weibchen konzentriert. Also wir spielen ausschließlich mit Weibchen. Das heißt, die Vögel bleiben zu Hause und bilden das Empfangskomitee. Und wir reisen mit 48 Reiseweibchen für das RV-Programm und haben zusätzlich nochmal 24 Weibchen, die eigentlich so mehr für die Weitenstrecken, Weitstrecke Südost, gedacht sind. Das heißt, ca. 70 Weibchen, damit wird begonnen, wobei ausschließlich 48 für die Reisevereinigung sind. Also die Vögel ist so, dass wir schon bei den Jungtauben ausschließlich mit Weibchen reisen. Beim Absetzen versuchen wir, die zu trennen. Und wir haben eine Zuchtgemeinschaft mit meiner Tante und meinem Großcousin zusammen. Und dort werden die Vögel gespielt, natürlich auch berufsbedingt. Und wir spielen dann halt die Weibchen. Und so können wir schon bei den Jungtauben wirklich ausschließlich nur mit Weibchen an den Start gehen. Wie viele Jungtauben werden pro Jahr für den Eigenbedarf gezüchtet? Es werden ca. 100 bis 120 Jungtauben gezüchtet von uns, Weibchen. Mit den Vögeln werden es natürlich dann 220 bis 240, die wir dann uns aufteilen auf die zwei Schläge. Also die Tauben bleiben quasi in der Familie, gehen dann zu meiner Tante rüber. Sie bekommt ca. 120 Vögel und wir 120 Weibchen. Und damit wird dann auch die Reise begonnen. Das heißt, das Training im Frühjahr. Also wir haben hier das Problem, dass auch in diesem Jahr der Raubvogel zwischen Impfen und Einkorben zum ersten privaten Trainingsflug 40 Jungtauben geschlagen hat. Und dann sind halt von den 120 nur noch 80 da. Und deswegen müssen mehr gezüchtet werden, weil der Raubvogel hier sehr aggressiv ist. Also wir haben es so, wenn ich ca. 100 bis 120 Jungtauben absetze, sind natürlich immer noch so ca. 20 fehlerhafte dabei beim Absetzen. Man kriegt die nie genau sortiert. Das heißt, man hat also ein paar Vögel vorher, die behalten wir uns als Empfangskomitee für die Weibchen. Und es ist so, dass die Zuchtvögel, wenn die Winterzucht abgeschlossen ist, im Frühjahr in den Reiseschlag gehen und dann quasi die Zuchtvögel dafür genutzt werden, um die Reiseweibchen zu empfangen. Nach welchen Kriterien werden die Jungtauben selektiert? Wenn die Taube ein schönes Gefieder schon beim Absetzen hat oder schön in der Hand liegt, ein schönes Gleichgewicht hat, das gefällt mir einfach beim Absetzen. Aber wenn sie schon Wachstumsfehler hat oder so, wo man schon merkt, hier die Junge, die ist nicht richtig oder so, nur dann kommt sie weg. Weil viele Dinge fühlt man einfach beim Absetzen noch nicht. Aber das ist so seidiges Gefieder, schön ausgeglichen und vital halt. Beim Absetzen wird der Körperbau schon mal etwas betrachtet und dann werden anschließend die privaten Trainingsflüge gemacht. Da wird aber nicht geguckt, welche Taube wann kommt oder Ankunft oder Spitzenpreise. Auch nachher bei den Wettflügen. Die bekommen alle eine Chance, auch wenn sie nur einen einzigen Preis geflogen haben. Die jungen Weibchen werden dadurch motiviert, dass wir hier ein normales Sitzregal haben, was wir umstellen können zu einer Bruthöhle. Das hat den Sinn, dass die jungen Weibchen sich nach dem erfolgreichen Flug schon mit den alten Vögeln fürs nächste Jahr verpaaren werden. Das heißt, genau die Vögel, die nächstes Jahr an die Weibchen kommen, die suchen sie sich jetzt hier schon und kommen dann so ins Reiseabteil. Und zur Motivation der jungen Weibchen machen wir hier ganz einfach aus zwei Sitzplätzen eine kleine Bruthöhle. Und dann spielen wir nach den Trainingsflügen bzw. nach den Preisflügen ein bisschen Hochzeit. Dann kommen die alten Vögel hinzu und dann beginnt das bunte Treiben hier auf dem Schlag. Und dann können sie den ganzen Tag zusammen verbringen, bis sie dann heute Abend getrennt werden. Was bringt dir das? Es bringt mir einfach das, dass die jungen Weibchen schon ihren Vogel für das kommende Jahr haben. Ich habe es beim Verpaaren leichter, die beißen sich nicht mehr so in der Zelle. Das geht alles viel, viel schneller.
Preise und so bringt es vielleicht auch ein paar Spitzenpreise beim Jungflug, klar. Aber da kommt es erstmal nicht drauf an. Es kommt uns darauf an, dass wir die jungen Weibchen auch bis 400 Kilometer spielen können und dass sie schon das System der Witwerschaft fürs nächste Jahr verstehen. Und ich erhoffe mir einfach immer davon, dass es dann als jährige Tauben schneller und flüssiger funktioniert. Beim Daniel ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor seine Konsequenz, dass er auch wieder fordert, die Jungtauben schon früh ausbildet, denen auch ein paar Kilometer aufgibt und daraus eine gute Selektionskriterien bekommt. Und das ist etwas, was beim Daniel auch wichtig ist. Es ist so, dass ich eine etwas größere Zahl brauche, da die Jungen mehr und öfter gespielt werden wie bei manch anderem. Bei uns werden die Jungen nicht nur auf 300 Kilometer Endflug in der RV gespielt, sondern auch noch machen noch einen privaten 400 Kilometer Flug. Und die Jungtauben, die das Pensum absolviert haben, die haben alle die Berechtigung, am Jahresende auf dem Schlag zu überwintern. Also die jährigen Weibchen, die spielen wir natürlich auch, in der Regel bis 500 Kilometer. In diesem Jahr auf dem 600er hatten wir sie auch zu Hause. Wir haben sie aber auch schon gespielt auf 600 Kilometer. Das liegt natürlich dann daran am Wetter und an diesen Dingen. Wenn das Wetter gut ist, können sie es schaffen, ansonsten bleiben sie zu Hause. Also bis 500 Kilometer werden die jährigen Weibchen auch gespielt. Und die jungen Weibchen werden im Geburtsjahr bereits auf 400 Kilometer gespielt. Ja, sobald die Jungtauben zu Hause eintreffen, mache ich einen Mix aus Waldsamen, Sämereien, Seeds und ein bisschen Hanf und 50% Windput hinzu. Und das bekommen die Tauben bei der Ankunft, die Jungen. Und da sind sie total verrückt drauf, fressen sie total gerne und ist auch ein Zeichen, wenn sie zügig nach Hause kommen und fressen direkt diese Sachen, dann sieht man auch, dass sie gesund sind. Und zwar kann ich hier aus dem Futtergang, aus dem Eingangsbereich quasi die Jungtauben in der Foliere versorgen. Ich kann am Abend vorher schon das Futter reintun, sodass während der Verdunklungsphase, wenn das Rollo morgens nach oben geht, wenn ich auf der Arbeit bin, die Tauben hier draußen mit Futter und Wasser versorgt sind. Ich zeige das mal kurz. Hier ist einfach eine Dachrinne drin aus dem Baumarkt. Warum eine Dachrinne? Plastik kann man super abwischen. Schön auf einen Meter, dann passt es auch in die Spülmaschine. Und eine schöne Plexiglasscheibe. Man hat Sichtkontakt zu den Tauben und ist vielleicht auch ein Zeichen darum, warum manche dieser Weibchen so zutraulich sind, weil sie von jung auf das hier schon gewohnt sind. Der nächste Vorteil dieser Konstruktion ist meiner Meinung nach, dass hier bereits die Stäbe eingebaut sind. Die kann man auch nochmal nach vorne wegklappen, wenn man möchte. Die Tauben lernen direkt wie im Kabinenexpress mit dem Kopf durch die Stäbe zu gehen und ihre Nahrung aufzunehmen, sei es Futter oder auch Wasser. Wie werden die Reisetauben im Frühjahr zum Fliegen motiviert? Im Frühjahr zum Fliegen motiviert. Das ist bei uns ja etwas anderes, weil wir die Winterzucht betreiben und legen vom Zuchtschlag die Eier immer wieder bei die Reisetauben unter. Und dann ist es so, bei den Weibchen, eine richtige Motivation gibt es da eigentlich nicht, weil die werden dann getrennt und werden erst dann rausgelassen, wenn die Jungen abgesetzt sind, weil die Vögel ja auch teilweise nicht hier fliegen, sondern auch Zuchtvögel dann nachher sind, ne, oder nur Ammenvögel sind. Und dann trainieren die automatisch schon besser, als wie wenn sie jetzt verpaart sind. Die ersten 2-3 Tage ist freiwilliges Training angesagt. Einfach Schlag auf und raus, aber es kommen alle Tauben raus. Es bleiben keine im Schlag sitzen, ansonsten treibe ich die raus. Und was meiner Meinung nach hilft, eine gute Fütterung, leichte Fütterung dann, damit sie dann in die Luft wollen. Und was die Tauben auch bekommen, ist dann so eine Art Kur mit Hexenbier, 10 bis 12 Tage. Und das wird dann abgetrocknet über dem Futter mit Aero 200 und täglich, und das ist ganz wichtig, Carni Speed ins Wasser, weil dann wollen die Tauben wirklich fliegen und haben eine enorme Flugleistung, eine Freude daran zu fliegen und trainieren viel, viel besser, als wenn man sie jetzt einfach mit Zuchtfutter und klarem Wasser rauslässt. Also man muss da schon ein bisschen was für tun, damit sie direkt richtig in Schwung kommen ins Frühjahr. Wie lange werden die Reisetauben täglich am Haus trainiert? Die Reiseweibchen werden nach den ersten 2-3 Tagen, wo sie wirklich nur auf dem Dach sitzen, werden sie dann auch wirklich mit der Fahne trainiert. Das heißt so, dass sie dann wirklich Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten trainieren.
werden dann auch schon privat trainiert auf 15, 20 Kilometer. Einfach auch wegen dem Greifvogel, weil der sich hier am Haus einfliegt, werden sie dann auch schon weggebracht. Und dann geht es weiter, dass die Reiseweibchen ja, nachher so eine Stunde am Haus trainieren, immer abends. Sie kommen morgens nicht raus, weil ich da vor der Arbeit keine Zeit für habe. Ja, das Besondere ist halt einfach, dass die Weibchen beim Trainieren viel intensiver fliegen wie Vögel. Und wenn ich Tauben sehe, die einfach nur ums Haus segeln, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also bei mir müssen Tauben mit Zug fliegen. Hier halbe, dreiviertel Stunde, Stunde richtig mit Zug. Und das gefällt mir besser. Werden die Reisetauben zwischen den Flügen trainiert und wie weit wird gefahren? Das ist situationsbedingt. Bei den ersten Flügen definitiv werden sie während der Woche ein- bis zweimal weggebracht auf ca. 40 Kilometer. Oftmals mache ich es zur Motivation einen Donnerstag vorm Einsetzen, wenn freitags gekorbt wird. Liegt ganz einfach daran, dass wir die Weibchen beim Einkorben den Vögeln nicht zeigen. Sie werden aus dem Schlag gefangen und direkt eingekorbt. Und daher bringen wir sie dann öfters schon mal donnerstags weg. Machen wir einfach deswegen, damit sie noch mal einen Sprint hinlegen und damit sie noch mal den Vogel sehen. Das motiviert, einfach noch mal den Heimkehrwillen zu steigern. Das ist eigentlich für die Reiseweibchen super. Mit Vögeln sollte man es wahrscheinlich nicht machen. Das ist eine Besonderheit, die beim Weibchenspiel jede Woche gemacht werden kann, ohne dass man da Probleme bekommt. Wir haben auch dadurch, dass wir die Weibchen während der Woche zeigen und immer wieder diese kurzen Trainingssteps einlegen, eigentlich keine Probleme damit, dass die Weibchen paarig werden, Eier ablegen oder sonstige Sachen. Also da haben wir mit dem reinen Weibchenspiel gar keine Probleme mit. Das wiederum haben viele Witwerschaftsspieler, die ihre Weibchen einfach nur zu Hause sitzen haben die Woche über und das eben nicht machen können. Welche wichtigen Eigenschaften verkörpern deine Tauben? Das könnte man so bezeichnen, dass die Tauben ziemlich robust sind, weil sie durch eine ganz harte Schule gehen, wenn sie als Jungtauben den 400er gemacht haben. Und dann das intensive Training im Frühjahr. Das heißt, die Tauben müssen schon wirklich hart sein. Und sie zeigen das auch, wenn die Flüge kommen mit 400, 500 Kilometern, dann können wir uns eigentlich bei normalen Flugbedingungen auf unsere Tauben verlassen. Sie zeichnen sich eigentlich dadurch aus, durch Spitzenpreise. Dann hast du wieder welche, die konstant sind, ja. Und dann hast du welche, auf die du dich einfach nur verlassen kannst. Ja. Die hauen da immer wieder einen raus. Und je weiter es geht, desto besser ist es. 300, 400, 500 Kilometer ist absolute Spitze bei denen. Also bis 600 geht das prima. Bei einem verkrachten 600er kann man natürlich nichts machen. Aber ansonsten sind die wirklich ab 300 Kilometer werden die immer stärker. Beim Weibchenspiel ist ganz wichtig, dass man möglichst wenig paarige Weibchen hat. Und ganz wichtig ist, dass man über die Fütterung die Tauben quasi bei der Stange hält, so dass sie während der Saison keine Eier legen. Und das ist das ganz, ganz große Nonplusultra im Weibchenspiel. Bei den Weibchen muss man manchmal beim Füttern knallhart sein. Anfang der Woche werden sie knapper gehalten. Also da muss man schon hart sein. Den meisten Liebhabern tut das Weibchen dann zu sehr weh, weil sie sagen, ach, die hat ja Hunger oder so. Ja, bei uns wird das rigoros durchgezogen. Es gibt Leute, wenn die hier am Schlag sind, die sagen, vor dem Bäcker sein Weibchen haben wir am meisten Angst, wenn sie hungrig in der Voliere sitzen und sträuben das Gefieder. Weil das ist auch so ein Zeichen, warum das so ist, weiß ich nicht. Die sitzen da, da meint man wirklich, die wären fertig. Und dann hauen die am Wochenende einen raus, das ist der absolute Knaller. Und das ist einfach so das, was total riesen Spaß macht, ja. So diese Veränderung von einem Tag auf den anderen zu sehen. Anfang der Woche und dann Ende der Woche, dann kommen sie langsam, dann kriegen sie Futter, dann steigt die Form und das sieht man den Weibchen förmlich an. Das macht riesen Spaß. Also emotional ist das absolut top. Sind Weibchen die besseren Reisetauben? Ich bin der festen Überzeugung, dass die Weibchen härter sind und dass, wenn wirkliches Weibchenwetter ist mit Gegenwind und vielleicht eine starke Bewölkung, die Weibchen ziehen wirklich richtig durch. Und bei den Vögeln, da muss man schon wirklich ein Händchen für haben. Meine auch, dass man da viel Zeit für braucht, um sich da eine bessere Beziehung zwischen dem Vogel und dem Züchter aufzubauen. Und die Weibchen sind da um einiges leichter in der Führung, in der Haltung, in der Versorgung. Sie verzeihen Fehler. Auch mal, wenn man zeitlich
A eingeschränkt ist. Und ich denke, dass sie dadurch auch die besseren Flieger sind, auch bei anderen Züchtern, die die totale Witwerschaft spielen. Der weitere Vorteil beim Weibchenspiel ist ganz einfach, dass es nicht so zeitintensiv ist. Ich habe weniger Tauben am Haus zu trainieren, einfach nur die Weibchen. Bin dann fertig. Weibchen raus, Junge raus, fertig. Ja. Ich kann mich intensiver um die Tauben bekümmern. Und das ist eigentlich so der Vorteil, den wir im Weibchenspiel sehen. Wir haben früher auch totale Witwerschaft gespielt, schon zu den Zeiten, wie mein Opa noch lebte. Da haben aber auch immer die Weibchen besser geflogen. Und irgendwie habe ich nach und nach gemerkt, es liegt mir einfach, mit denen umzugehen, dass sie manchmal eher eine Beziehung zu mir aufgebaut haben wie zum Vogel. Und das hat einfach so gezeigt hier, dass mit den Weibchen könnte funktionieren. Also wenn sie meine Stimme hören, manche, dann fangen sie an, sie drehen sich, sie zeigen sich. Sie wollen einfach dann zu mir. Wenn ich in Schlag durchgehe, dann kommen sie schon aus der Voliere zu mir hingeflogen und wollen dann zu mir. Und das ist einfach, die haben eine ganz intensive Bindung. Es soll auch Züchter geben, die das mit den Vögeln hinkriegen, aber das hat bei uns noch nie funktioniert. Aber mit den Weibchen ist einfach so eine Verbindung, die ich zu denen habe, es klappt einfach. Beschreiben ist sehr, sehr schwierig. Warum, wieso, weshalb? Das ist einfach so ein Gefühl, was da drin ist, und das funktioniert einfach. Reisen Züchter erfolgreicher, die eine starke emotionale Bindung zu ihren Tauben haben? Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, weil wenn ich eine Bindung zu der Taube habe oder zu einem Tier im Allgemeinen, dann merke ich auch, was bei dem Tier passiert. Ist es kränklich? Stimmt was nicht damit? Das ist bei der Taube so, und die Züchter, die das nicht können und das vielleicht als die Taube oder das Tier als Maschine betrachten, das wird nichts. Also bin ich von überzeugt. Selbst Berichte geschrieben, Dennis Faber, super Verbindung zu den Tauben und ein Topspieler in Deutschland, ja. Und da bin ich fest von überzeugt, dass das ganz, ganz wichtig ist, die Verbindung zur Taube oder zum Tier im Allgemeinen. An welchen Anzeichen wird die Form der Tauben erkannt? Die Form erkenne ich eigentlich daran, ja, am Brustfleisch ein bisschen. Das wirklich, da erkennt man wirklich Topform dran. Flugverhalten am Haus ist auch ein Faktor, wo man dann sieht hier, da geht es jetzt los, da explodiert die Form. Und was ich festgestellt habe, ich habe eine Wärmelampe im Schlag. Und die schalte ich ab und zu an, wenn das Wetter nicht so toll ist, nur nach Bedarf. Und die absoluten Asse platzieren sich ganz oft im Regal ganz oben, oberste Reihe. Und das sind oft die Tauben, die wirklich gerade eine gute Form haben. Und im zweiten Reiseschlag, da haben wir Wärmesteine bei den Weibchen. Die sitzt jedes einzelne Weibchen auf einem Stein und wird nachts geheizt quasi. Und wenn du dann in den Schlag kommst und die gucken dich an und spielen mit dir und drehen sich, dann merkst du wirklich, da sind welche bei hier, die sind jetzt echt in Topform. Wie die in die Zelle gehen, wie die sich verhalten, wie sie sich auf dem Stein drehen und zeigen. Und da kann man also wirklich auch dann schon eine Topform dran erkennen. Gibt es Besonderheiten in der Bauweise der Schlaganlage? Da gibt es viele Sachen, die ich nach und nach umgesetzt habe mit dem Weibchenspiel. Sei es kleine Zellen, weil die Weibchen ja nur kurz ihren Vogel sehen und eigentlich nur mit Weibchen gespielt wird. Ein Selbstfang in den Zellen einbauen gehabt. Also das heißt, wenn das Weibchen kommt, geht's rein, Schieber fällt runter, Weibchen in der Zelle, fertig. Ja, sie entscheidet quasi selbst nach dem Fressen hier, ich fühle mich jetzt fit, ich will bei meinem Vogel, also schlupfe ich rein oder ich lasse es halt eben bleiben und bleib vorne vor sitzen. Ja, dann haben wir noch die Foliere angebaut vor einigen Jahren. Das hat auch nochmal so einen absoluten Formknaller gegeben. Wir haben den Tauben damit Luft, Licht und Sonne gegeben und vor allen Dingen auch Wärme. Durch das Plexiglas oben gibt es einen enormen Wärmestau, der sich in den Schlag drückt. Die Tauben haben auch nachts dadurch Wärme, weil wir dann die Rollos runter machen und speichern die Wärme im Schlag. Und das hat den Tauben nochmal einen Wahnsinnsleistungsschub gegeben, dass wir diese Konstruktion hier bei uns am Schlag angebracht haben. Wir hatten vorher Meisterschaften auf RV-Ebene errungen, Vereinsebene errungen. Und danach haben wir wirklich auch Meisterschaften auf Regionalverbandsebene geflogen, auf Bundesebene geflogen, bis hin zur Olympiateilnahme. Ein weiteres Highlight unseres Schlages
sind hier unsere elektrischen Rollos, die wir A dazu nutzen können, bei den Reiseweibchen abends die Wärme im Schlag zu halten und B bei den Jungtauben zur Verdunklung nutzen können. Diese können über die Zeitschaltuhr direkt gesteuert werden oder von Hand. Oft verwende ich diese Rollos auch dafür, dass ich abends bereits Futter und Wasser in der Foliere platziere und morgens vor der Arbeit einfach diese Türen aufschiebe und dann geht morgens das Rollo automatisch auf, dann sind die Tauben versorgt, während ich auf der Arbeit bin. Der Schlag hat dieses Jahr sensationell funktioniert und da sitzt auch unsere beste Täubin von diesem Jahr drin. Die fliegt einen ersten auf 500 Kilometer, einen ersten auf 600 Kilometer, zweiten auf 400, siebten auf 300 Kilometer und das sind schon klasse. Ich habe Bambus, also Kokosmatten oben drin liegen in den Schlägen. Also immer dort, wo ich mal die Holzschiebe ausgetauscht habe, habe ich das dann mit diesen Bambusmatten gemacht. Das favorisiere ich. Und viel Gitterroste in den Folieren und so, dass die Tauben nicht so mit dem Kot in Kontakt kommen direkt und viel staubfrei. Ja. In all unseren Schlägen, beziehungsweise in all unseren Reiseschlägen, haben wir hier die flackerfreien Tageslichtlampen eingebaut. Soll einfach bewirken, um die Form der Tauben zu steigern, wird hier belichtet bei den Jungtauben ab dem längsten Tag des Jahres. Und auch bei den Alttauben wird eine Belichtung eingeführt, sodass teilweise von morgens 4.30 Uhr bis nachts 12, 1 Uhr da Licht auf den Schlägen ist und so die Form gesteigert werden soll. Wie funktioniert die Lüftung auf den Reiseschlägen? Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Wir haben unsere Schläge alle offen vorne. Das heißt, große Folieren mit riesigen Schiebetüren, Rollos vorne vor. Das heißt, ich kann die Lüftung regulieren, wie ich möchte. Wenn es heiß ist, dann lasse ich das Rollo auf. Dann gehe ich abends um 11 nochmal da runter bei die Tauben und dann mache ich das Rollo dann erst nach unten. Ja, ich kann das also quasi selbst variieren, wie ich gerne möchte. Und dementsprechend habe ich auch die Luft da drin, wie ich möchte. Ich möchte keinen Staub im Schlag. Ich will mich wohlfühlen. Was wir auch oft machen, ganz toller Trick, Bio-Airfresh. Allein um wirklich eine Top-Luft im Schlag zu haben, finde ich das zum Beispiel klasse. Also ich habe dieses Jahr schon 5 Dosen versprüht von den großen. Was ist der Grund für die konstanten Erfolge der SG Becker? Hier wird jeden Tag richtig gearbeitet auf dem Schlag. Ja, also nicht nur ich, sondern auch mein Vater. Da hauen wir voll rein während der Saison. Da wird nicht nur sauber gekratzt, da wird der Staub von den Wänden abgemacht vor der Saison. Während der Saison gehe ich manchmal rein, mache den Staub von den Wänden ab, ja, oder von der Decke. Also das ist richtig harte Arbeit und das ziehen wir dann auch wirklich 13 Wochen lang durch. Und ohne Fleiß kein Preis. Also wenn man wirklich da mitspielen will, dann muss man richtig was tun. Ansonsten muss man sich einfach damit begnügen, dass es nicht so klappt. Gab es Probleme im Reisejahr 2017 und wie wurden diese gelöst? Ungeplant, könnte ich jetzt sagen, im Frühjahr haben wir sehr viele gute Tauben am Haus verloren. Das war also mal nett geplant. Und da waren wir schon mal wirklich sehr, sehr deprimiert, weil 10 alte Weibchen mit 2-stelliger Preiszahl dem Raubvogel zum Opfer gefallen sind. Da war die Motivation schon mal ziemlich weit unten. Die Jährigen haben aber dann schnell gezeigt, dass sie das also auch können und auch gute Preise geflogen haben. Und dann sind also ein paar Tauben in Erscheinung getreten, die man eigentlich nicht auf dem Zettel hatte. Das hat natürlich dann riesen Spaß gemacht. Wir wussten auch nicht, bis zum vorletzten Wertungsflug haben wir da auch nicht reingeguckt. Da haben dann andere Sportsfreunde reingeguckt und haben gesagt, hier, weißt du eigentlich, wo du rumstehst? Und dann ging das ganze Spiel so los. Und dann waren wir auf dem Endflug natürlich schon total nervös. Und dann kommst du zum Taubenschlag. Dann sitzen da, ich glaube, 16 Leute und warten, bis da die Tauben kommen. Da geht dir echt der Kackstift, Junge. Das ist dann, boah. Ja, und dann kam eine, boom, rein, Gerät geguckt, jawohl, aufgenommen und eine benannte für die deutsche Meisterschaft. Naja, dann kamen direkt nochmal 2 hinterher, wieder eine benannte dabei. Und dann fängst du natürlich an, dann wirst du nervös, dann wird telefoniert, dann merkt man, oi, bei den anderen ist noch keine Taube. Dann wird man noch nervöser, dann kommt die nächste und das war auch eine benannte für die deutsche Meisterschaft.
Dann brauchen wir echt was zur Beruhigung. Also trotz diesem katastrophalen Flugverlauf sind dann diese Tauben, wo man dachte, man kann sich darauf verlassen, sind also wirklich auch gekommen. Das war dann echt schon ein Hammererlebnis. Wonach ist die Grundversorgung der Tauben ausgerichtet? Also die Grundversorgung ist relativ einfach ausgerichtet. Bedeutet, dass es bei uns auf dem Schlag ein richtig gutes Zuchtfutter gibt und eine richtig gute Sportmischung gibt. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Und alles andere an Futter wird quasi selber gemischt. Dann kommt natürlich hinzu der Einsatz von Zusatzprodukten, von Futterergänzungsmitteln. Das ist eigentlich vom Alfred Berger der festgelegte Plan, wie ja auch im Kurier oft zu lesen ist. Und den tue ich halt noch ein bisschen ergänzen oder abwandeln. Dann habe ich noch einen älteren Züchter kennengelernt, der leider mittlerweile verstorben ist. Von ihm habe ich auch sehr viel gelernt in Bezug auf das Weibchenspiel. Das war der Edgar Schmidt. Und das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten, jemand, der einem wirklich zeigen kann, wie man mit der Taube umgeht, gepaart mit jemandem, der wusste, was muss ich den Tauben zuführen, zu welchem Zeitpunkt, das hat für eine richtige Leistungsexplosion gesorgt. Und ab dann ging es wirklich ab 2004 ständig bergauf. Das kann man an den Erfolgen sehen. Ab diesem Zeitpunkt wurde es immer, immer besser. Bei der Schlachtgemeinschaft Bäcker ist die Versorgung auch immer sehr ausgeprägt. Daniel ist auch jemand, der gerne mal was testet, ausprobiert, aber seinen groben Fahrplan auch konsequent beibehält. Aber uns werden jede Menge Röhrenfriedprodukte eingesetzt, manchmal auch variabel, nicht unbedingt nach Plan. Wir haben zwar einen Grundplan, aber wir haben sehr, sehr viele Produkte. Vor der Reise, wie schon mal erwähnt, Hexenbier mit abgetrocknet Avimicin. Wird schon mal gemacht. Um die Konditionierung zu steigern, gibt es auch schon mal Hexenbier mit RO, das über mehrere Tage. Und dann die Grundversorgung bei den Reisetauben, die fängt an bei der Heimkehr mit Morgold und Entrobac. So, das ist unsere Grundmischung für die Reisetauben, die bekommen sie die ganze Woche. Heute ist Ankunftstag, da kommt noch ein bisschen Paddy-Reis hinzu. Das Ganze wird ein bisschen durchgerührt. Dann haben wir hier unsere aufgelösten Lactobacillen aus der Rinder- und Schweinezucht. Die kommen als erstes drüber. Kurz umrühren. Dann geben wir zusätzlich noch einen Löffel Morgold obendrauf. Gut durchrühren. Noch zwei Löffelchen Entrobac oben drüber. Und dann sind die Tauben hier nach dem Flug gut versorgt. Während der Reise nutzen wir hauptsächlich die hier vorhandenen Produkte. Zum einen haben wir hier die Mischung, wenn die Tauben nach Hause kommen. Einmal das BT-Amin Forte, Aminosäuren, B-Vitamine, Elektrolyte. Dann haben wir hier das altbekannte Mumm. Um einfach die Regeneration direkt nach dem Flug zu beschleunigen, wird das hier jede Woche bei der Ankunft eingesetzt. Und dazu bekommen die Tauben Rotosal, um eine superschnelle Regeneration zu gewährleisten und die Leber zu entlasten bei den Anwendungen von Zusatzprodukten. Das hört sich jetzt ein bisschen viel an, aber diese Produkte kann man super kombinieren. Rotosal nehmen wir normalerweise je Liter 5 Milliliter bei leichten Flügen. Und wenn die Flüge schwerer sind, dann haue ich auch 10 Milliliter da rein. Ich mache einfach mal die Mischung mit 10 Milliliter. Ähnlich ist das hier bei dem Mumm. Ich mache einen Löffel auf 1 Liter. Der Messbecher ist dabei. Den hauen wir hier rein. Und hier machen wir 15 Milliliter auf 1 Liter. Wenn es 17 oder 18 sind, ist auch nicht schlimm. Ich mache immer so ein Becherchen da rein. Ein Liter Wasser drauf. Bisschen umrühren, damit sich das Mumm gut auflöst. Schön verrühren. Lieber mal ein paar Sekunden länger. Und schon ist der Bäcker-Zaubertrank für die Ankunft fertig.
Wo ich total drauf stehe, ist Schaffett, weil einfach ich den Tauben dann keine Erdnüsse geben muss oder viele Erdnüsse, sondern irgendwann ist die Taube satt und dann hat sie keinen Hunger mehr. Und dann kann ich Erdnüsse hinlegen, dann kann ich Sonnenblumen hinlegen, irgendwann ist Schluss. Und in dem Moment, wo ich das über Fett übers Futter mache, bin ich der Meinung, ist das wirklich klasse. Dann mache ich ein, wenn es weitergeht, zweimal die Woche Schaffett, abgetrocknet mit RO und Entropack. Und da gibt es eigentlich so die ganze Palette. Rotosal, also eigentlich die ganze Rönnfried-Palette durch. Jeden Tag bekommen die Tauben einen Mix aus Windput, Sämereien, Hanf und dann, wie eben erwähnt, Erdnüsse, aber gehackte Erdnüsse, Lebensmittelqualität vom Bäcker. Und das wird dann noch, kommt noch einer oben drauf, noch ein bisschen Käse dazu, da werden die Tauben total verrückt von. Und da mache ich so einen kleinen Mix an und den bekommen die Reiseweibchen immer jeden Mittag. Wie werden die Tauben vor den schweren Flügen versorgt? Auf den schweren Flügen bin ich ein absoluter Verfechter vom Schaffett. Das Oregano-Schaffett, das bringt dann nochmal den Tauben nochmal Kraft als Fettreserve für diese schweren Flüge. Und ich glaube, dass dieses Produkt von ganz vielen Züchtern in Deutschland unterschätzt wird. Ich finde absolut, dass das unverzichtbar ist, weil ich auch den Weibchen, ich kann den Weibchen weniger Hanf füttern, weil Hanf ist fettreich, aber trotzdem gebe ich ihnen das Fett über das Oregano-Schaffett. Und das Produkt finde ich super klasse für die weiten Flüge, wenn es hinten rausgeht, 500, 600 Kilometer. Wobei die Tauben das bei uns ab dem ersten Flug schon bekommen, weil ich der Meinung bin, ich verzichte lieber am Anfang auf einen Spitzenpreis bei den ersten Flügen, aber dafür haben die Tauben am Ende der Saison noch Kraft und das versuche ich über das Schaffett einfach den Tauben zu geben. Auf welche drei Rönnfried-Produkte möchtest du nicht mehr verzichten? Drei ist eigentlich bei uns zu wenig. Ganz wichtig ist Carnispeed im täglichen Einsatz. Ganz einfach, weil die Tauben eine super Flugfreude entwickeln. Und man kann das wirklich sehen. Ich habe schon vielen Sportfreunden dazu geraten, gebt das mal. Ja, warum denn? Sage ich einfach, die Tauben fliegen besser. Und genau das haben ganz, ganz viele bestätigt. Also das Carnispeed wollte ich definitiv nicht mehr missen. Das eben erwähnte Schaffett wollte ich eigentlich auch nicht mehr missen. Und dann ein alter Klassiker von Opas Zeiten noch ist das Blitzform, was die Tauben also wirklich regelmäßig bekommen. Dazu an 365 Tagen im Jahr Avigres Plus und zweimal die Woche Usnegano. Das Usnegano hat einfach den Effekt, ich habe einen Vogel gehabt, der hat nicht befruchtet. Und dann war ich beim Tierarzt zur Untersuchung und dann hatte der Trichomonaden. Dann habe ich auf meinen Plan geguckt und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich fast ein Jahr lang gar kein Usnegano gegeben hatte. Und dann habe ich den ganzen Zuchttauben 14 Tage lang Avidres und Usnegano gegeben, den Vogel neu verpaart, der Vogel hat die Eier befruchtet, die Trichomonaden waren weg, ohne dass ich ein Medikament einsetzen musste. Also es war jetzt kein starker Trichomonadenbefall, aber er war halt vorhanden. Aber der Vogel hat sich so rausgekämpft, ohne dass er da eine extra Behandlung brauchte. Und das hat einfach nochmal den Ausschlag damals gegeben, dass ich gesagt habe, das kriegen die wirklich jetzt zweimal die Woche. Und das haben wir so eingependelt, dass das die Reisetauben kriegen. Samstagabend nach dem Flug geht's los und den Sonntag und auch teilweise den Montag noch. Und dann haben wir immer diese zweieinhalb Tage und das gibt's bei den Zuchttauben auch. So, dann kann man sich nie vertun. Es ist immer Samstag, Sonntag, Avidres, Usnegano Zeit. Und dann ist das im ganzen Bestand komplett verankert. Von der Jungtaube bis zur Reisetaube. Was konnte nach dem Einsatz der Rönnfried-Produkte an den Tauben festgestellt werden? Die Tauben waren einfach vom Gesundheitszustand her besser in Form. Sie haben Kraft und Vitalität ausgestrahlt. Sie haben sich ganz anders repräsentiert im Schlag. Und jeder, der das ausprobieren will, ist ganz einfach bei einer Winterzucht wirklich mal 14 Tage oder 10 Tage RO200 geben, den Zuchttauben. Und wenn sie gesund sind, das ist der Hauptzustand, die Tauben muss gesund sein. Und ich dann diese Produkte dann dazu noch ergänze, da kommen die Tauben in eine prächtige Form. Man sieht es am Gefieder, man sieht es an weißen Nasenwarzen. Es ist einfach eine Pracht, denen dann zuzusehen. Ich sage jetzt mal für jemanden, der direkt umsteigt von einem Jahr aufs andere, der wird dann enorm merken, boah, was passiert mit meinen Tauben? Die sind ja viel
besser und die wachsen viel besser in der Schale heran. Für jemanden, der das ständig macht, ist das natürlich dann schwierig zu beurteilen. Was schön zu sehen ist, wenn die Jungtauben in der Schale liegen und bekommen einfach mal jeden zweiten Tag Entropack. Viele haben so nasse Teller, Nistschalen rundherum. Wer da mal was Schönes tun möchte, jeden zweiten Tag Entropack, Schublade raus, rumdrehen, der Kot fällt vom Brett runter, schöne weiße Daunen oben drauf. Also da kann man dann wirklich mal dran sehen, was der Einsatz dieser Produkte dann auch bewirkt. Damit das Futter zu 100% wiederverwertet werden kann, haben wir uns hier ein Druck-in-Druck-System bauen lassen. Man sieht das hier schön, das Futter, was neben reinfällt, fällt unten in den zweiten Druck, kann hinten durch eine Luke wieder ausgekippt werden und so wiederverwertet werden. Des Weiteren sind hier Stäbe angebracht, zum einen, damit die Tauben sich nicht gegenseitig vom Futter verjagen können, und zum anderen, wenn die Taube vorwärts aufspringt, dass sie nicht in die Rinne den Kot ablassen kann, weil sie immer mit dem Gesicht zuerst aufspringen wird, mit dem Kopf zuerst hier reinspringt. Welche Tauben sind die Leistungsträger des Schlags und aus welchen Familien stammen sie ab? Also wir bevorzugen es, dass die meisten Tauben fast alle miteinander verwandt sind. Wir haben zum einen die Tauben von Roland und Dennis Faber, die absolut klasse hier eingeschlagen haben über die letzten Jahre. Dann haben wir von meinem leider verstorbenen Sportsfreund Edgar Schmidt alte Jansen-Tauben, die richtig stark sind. Das ist unter anderem die Olympia-Linie von diesem Jahr. Und dann haben wir von Horst und Frank Sander aus Münsterland Linie Eurostar und Wonder von Hacht, also beziehungsweise van Koppen Koopman. Das sind auch klasse Tauben. Und die drei Linien kombiniert, das sind einfach unsere Erfolgsgaranten. Und wenn ich dieses Jahr die drei besten Weibchen, dann ist aus jeder Linie genau eine dabei und ich kann sie alle wieder miteinander verpaaren, habe überhaupt keine Probleme. Das ist absolut klasse. Was sind die Kriterien bei der Auswahl von Neueinführungen? Wenn man sich verstärken möchte, dann ist erstmal der Grundsatz, weniger ist mehr. Das heißt, ich besorge mir nicht 10 Tauben auf einmal, sondern lieber eine richtige. Das heißt, ich versuche wirklich von einer richtig guten Asttaube, was auch eine Asttaube ist, die wirklich 13 Preise, über 1000 Astpunkte oder an die 1000 Astpunkte, viele Spitzenpreise, gegen gute Konkurrenten geflogen hat, da versuche ich eine Taube von zu bekommen. Also jetzt nicht einfach da irgendwo 10 Stück kaufen oder so, weil sie halt billig sind. Das heißt, ich würde mir mit Sicherheit auch versuchen, einen Spieler zu finden, der auch Südost spielt oder besser noch Ost, damit die Tauben hart und härter werden, weil das ist auch so ein Problem, was man hat. Die Tauben nicht stark genug sind, dann kommt ein schwerer Flug und dann sind sie weg. Ansonsten müssen die Tauben einem auch persönlich und optisch gefallen. Und ich denke, das ist dann aber auch das, was jeder Züchter für sich entscheiden muss. Das hier ist auch ein Weibchen. Die ganz alte Merx-Linie, oh, hier ein richtig schönes Glasauge, richtig dicke Nasenwarze für ein Weibchen. Da habe ich schon super, super Tauben raus. Ein super Weibchen. Glatt im Gefieder, Wahnsinn. Das ist der Hammer. Wie werden Neueinführungen in den Bestand eingebaut und getestet? Es wird so gehandhabt, wir haben 15 Einzelboxen, wo jeweils ein Vogel drin sitzt. Dieser Vogel hat 3 Weibchen. Und so kann ich den Vogel optimal testen. Und ich bekomme von diesem Vogel mindestens 7, wenn nicht sogar 8 Runden Jungtauben. Das heißt, kaufe ich mir so einen Vogel oder besorge mir so einen Vogel, tausche ihn meinetwegen mit irgendeinem Spitzenzüchter, dann habe ich direkt im ersten Jahr eine Aussagekraft, wenn ich 16 Junge davon habe, was passiert damit? Ne? Und dann mit 3 verschiedenen Weibchen. Das heißt, wenn ich da im ersten Jahr nichts raus habe, kann ich ihn im zweiten noch mal ein bisschen antesten und dann kann ich ihn auch wieder wegtun, weil ich weiß, er taugt nichts. Oder ich sehe, da ist sofort Material vorhanden, da kommt was raus. Also die werden da auf Herz und Nieren getestet, bekommen dann auch natürlich gute Weibchen, wo man vielleicht schon gesehen hat, die haben wirklich klasse Jungtauben gebracht, da tue ich den direkt dran, dann weiß ich sofort, was los ist. Und bei Weibchen ist es ein bisschen schwieriger, weil man ja so nicht so oft Eier ablegen lassen möchte. Da muss man ein bisschen mehr Geduld haben. Aber ich denke, bei Vögeln, die können wir da bei uns nach unserem Zuchtsystem also wirklich super testen.
Welche Tauben kommen auf den Zuchtschlag? Zählt das Handgefühl, die Abstammung oder nur die Reiseleistung? Es zählt bei uns vorab die Reiseleistung. Der Korb entscheidet und dann werden die Weibchen, die wirklich 3-4 Jahre zweistellig geflogen haben, mit möglichst vielen Spitzenpreisen, die werden in die Zucht integriert. Wir haben mal eine Weile von den Weibchen nett gezogen vor der Saison. Da bin ich wieder zurückgekommen von den Reiseweibchen, von den guten, von den zweistelligen, auch Junge zu ziehen, um vorher mal zu sehen, ob sie auch was vererbt. Die Reiseweibchen ziehen also die Jungtauben der Zuchtvögel groß. Wir legen da die Eier einfach um und sie brüten die dann aus und ziehen sie auf. Und von den besten Reiseweibchen, da lasse ich einfach mal 2 Junge liegen, um einfach auch den Zuchtwert herauszufinden von der guten Reisetaube. Ist ja nicht immer gesagt, dass eine gute Reisetaube einfach halt auch gute Jungtauben bringt. Deswegen testen wir das schon mal aus, bevor wir die nachher auf dem Zuchtschlag einfach übernehmen. Ich denke, das ist wichtig, bevor man eine Taube auf dem Zuchtschlag rumsitzen hat, wo noch nie irgendeine gute draus gefallen ist. Und das ist eigentlich so unser System, dass wir sagen, gute Reisetauben gehen auf den Zuchtschlag mit ersten Konkursen, Spitzenpreisen oder auch mal eine mit 13, 12, die einfach nur konstant war. Aber am besten vorher natürlich die Jungtauben getestet. Sprich einfach jedes Jahr mal 2 gezüchtet. Was wir auch machen ist, wir nehmen dann von meiner Tante den besten Reisevogel. Die hat letztes Jahr einen gehabt mit 13 Mal gesetzt, 13 Mal Preis, ein jähriger Vogel. Und den nehmen wir dann. Und dann kommt es an eine gute Zuchttaube-Täubin von uns dran oder an unsere beste Reisetäubin und die beiden Jungen tun wir wieder weg. Und so versuchen wir den Zuchtbestand auch immer, dass die Linie erhalten bleibt von den starken Tauben. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Und wir können, oder ich kann jederzeit auf Tauben zurückgreifen, die eigentlich nicht mehr vorhanden sind, durch dieses System. Weil meine Tante hat dann Weibchen, die sie nur als Empfangskomitee hat und ich ja Vögel. Das heißt, ich merke, oh, die haben gut geflogen, davon brauche ich nochmal was in die Zucht. Dann brauche ich gar nicht kaufen fahren irgendwo oder irgendwas bestellen. Ich gehe einfach hin, hier, guck mal bitte nach, hast du noch ein Weibchen aus der und der Verpaarung? Und dann nehmen wir die einfach aus dem Empfangskomitee raus und zack, geht sie wieder in die Zucht rein. Und ich denke, das ist auch ein Weg, wenn man sich mit 2 Züchtern zusammentut, kann man das ganz gut machen. Den hier, den habe ich auch letztes Jahr im Herbst mir nochmal gezogen. Auf die ganz alte Jansen-Basis ist quasi ein Halbbruder vom Olympia-Weibchen aus dem alten schönen Blauen. Und dann habe ich in der Einzelbox gehabt und da ist wahrhaftig nochmal eine rote rausgekommen, wie die alten Voss-Linie von den Gebrüder Jansen. Also wirklich, auf den bin ich echt ein bisschen stolz und ich hoffe, dass er auch vererben wird, der Bursche. Das ist ein ganz feiner Kerl. Nach welchen Kriterien werden die Zuchtpaare zusammengestellt? Das ist bei mir auch was Besonderes, weil nicht so wie viele andere das machen mit Augentheorie oder nach sonstigen Dingen versuchen wir eigentlich gut an gut. Oftmals die bekannten Ausgleichspaarungen, wo man versucht, was auszugleichen. Da achten wir schon ein bisschen drauf. Und unsere Zuchthauben sollten eigentlich alle ein festes und geschlossenes Becken haben und zumindest eine gewisse Form darbringen. Schneller Flügel ist ein Argument, ja. Ja. Aber ich bin derjenige, der da so gar nicht drauf achtet oder macht es im Unterbewusstsein. Also viele Züchter haben viel, viel Lektüre studiert und schauen sich vieles an und ich bin da einfach nicht so der Typ für. Welche Erfahrungen wurden mit den sogenannten Liebesverpaarungen gemacht? Wir haben da eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Wir hatten ein Zuchtpaar und diese Täubin, die habe ich abgegeben nach Dänemark. Und nach 4 Jahren ist uns aufgefallen, hat mit ihrem Vogel eine super Täubin gebracht, 4 erste, 5 zweite Konkurse geflogen. Und dann habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, die Täubin wieder nach Deutschland zu bekommen. Hat auch funktioniert. Und dann habe ich sie auf den neuen Zuchtschlag in die Foliere gesetzt. Und in der Foliere nebenan war der alte Vogel von Jahren vorher. Und die Täubin ist sofort angesprungen und der Vogel auch, obwohl eigentlich Ruhe herrschte in dem ganzen Bestand. Und die haben sich sofort wieder verpaart. Und dann haben wir die wieder zusammengesetzt und da kamen sofort 9 erste Konkurssieger hintereinander raus.
Und dann haben wir das Pärchen auch Love Pair genannt. Und das sind auch die Großeltern von unserer Olympiatäubin. Und das ist eigentlich so das größte Erlebnis, was ich da so hatte in der Beziehung. Und das war schon echt phänomenal zu beobachten. Also ich glaube, es gibt's wirklich. Das hier sind die Zuchtweibchen. Hier haben wir dreifachen Weibchenbesatz. Das heißt, bei 16 Einzelboxen mal 3, also da habe ich 48 Weibchen. Und dann werden die immer rund gepaart. Sprich, jeder Vogel hat mindestens 3 Weibchen. Und dann werden die, wie erwähnt, ja die Eier umgelegt immer wieder. Und hier sitzen die absoluten Raketenweibchen drin, die auch super geflogen haben. Die da so ein bisschen anspringt, die blaue, da in der Mitte ziemlich. Also ein bisschen dicke Nase. Ist auch ganz altes Jansengut, fliegt bei mir über 60 Preise. Das ist eine richtige Rakete. Die weiße da oben, die bringt auch schon 5 erste Konkurssiege da oben, die weiße. Soll noch mal einer sagen, weiße Tauben fliegen, ne? Also die ist wirklich richtig gut. Und hier habe ich wirklich, wenn ich mir Weibchen hole, das sind alles Kinder und Enkelkinder von Asttauben meistens oder halt von eigenen. Weil ich immer ganz viel das Blut versuche zu erhalten und mache enge Zuchten, Linienzuchten und setze mir die Tauben auf Reserve. Wie hier, die hier habe ich gezogen aus dem Sohn Tyson vom Dennis Faber mit meiner Olympiatäubin. Und die ist wirklich genial geworden. Deswegen habe ich die auch in die Zucht jetzt übernommen. Die hat ein Gefieder, Wahnsinn. Das ist absolut klasse. Die glänzt, die ist wie Lack. Die flutscht durch die Hand weg. Die hat alles, was ein schönes, richtig tolles Zuchtweibchen braucht. Ein schönes Auge, das ist Wahnsinn. Ja, und hier sitzen die drin. Die haben alle, viele davon haben zweistellig geflogen. Ja. Bei der SG Becker ist es auch wieder so, dass die Leistungstauben letztendlich auf wenige Stammpaare, ich glaube beim Daniel sind es 3 Stammpaare, wo die Grecks draus hervorgehen. Zum einen ist das unser Love Pair. Das ist Hucky mit Bonnie. So haben wir die getauft. Und das ist die Verbindung Eurostar van Koppen. Eine rein eng gezogene Vogel auf dieser alten Basis von René Becker. Und die Täubin ist eine Enkelin von Dirk van Dijk's Cannibal. Das ist eigentlich Stammpaar Nummer 1. Nummer 2 hat sich entwickelt, sind die Eltern der Olympiatäubin, wo wir gemerkt haben, dass ganz viele Geschwister und Halbgeschwister super Leistungsträger sind. Alter Jansenvogel von meinem bekannten Sportfreund Edgar Schmidt, der leider verstorben ist. Er hat nur Jansentauben gezüchtet in seinem Bestand. Ein super Vererber haben wir davon, ist der 670. Und der ist gepaart, wie gesagt, mit einer Tochter Love Pair. Und da haben wir mega viele Tauben raus, die richtig gute Leistung gebracht haben. Und dann ist noch zu erwähnen, unsere Täubin, die hat 13-13 geflogen, 4 erste geflogen, ist von Dennis Faber. Und da haben wir einige aus seiner Linie, aus der Tyson-Linie. Und das sind eigentlich so die Leistungsträger, die wir momentan haben. Und dazu haben wir noch ein paar, das ist die Ludo Klaasens-Linie Yeti, schnellsten Schimmel der Welt. Werden wir oft drüber belächelt, aber wir haben jedes Jahr immer mal wieder eine Weiße oder einen Schimmel, der wirklich 10-11 Preise fliegt. Und ja, das ist eigentlich so das Hauptgerüst, was wir da im Zuchtschlag haben. Hier haben wir die 617, eine Vollschwester von unserem Olympia-Weibchen vom vergangenen Jahr, Olympic Bonnie. Die 617 besticht durch Spitzenpreise am fließenden Band. Sie ist immer dabei, wenn es um Benennungen geht. Und eigentlich jede Woche ein Garant für hohe Punktzahlen. Und wie gesagt, gezogen ist sie aus dem alten blauen Jansenvogel, dem 670, einem unserer Stammvögel, gepaart mit einer Tochter vom Love Pair, Hucky mal Bonnie. Ein tolles Weibchen, schönes Glasauge, toller Flügel. Also wie gesagt, die Geschwister auch, alle Top-Tauben des Schlages. Und das ist eigentlich eine herausragende Reisetäubin. Hier haben wir die 218, eine unserer besten Reiseweibchen der letzten Jahre. Sie hat allein im letzten Jahr flog sie in 1., 4., 7., 9. und 10. bei 10 Preisen, also 5-mal Top-10-Platzierung. Gezogen ist sie aus einer Ludo Klaasens-Taube. Den Vogel habe ich von Frank Sander. Ist ein Enkel vom Yeti, vom schnellsten Schimmel der Welt. Und die Mutter ist selbst eine Leistungstaube von uns, die 280, die selbst über 60 Preise Lebensleistung hat.
Hier haben wir die 1338. In diesem Jahr wohl unsere schnellste und wohl auch beste Reisetäubin. Sie fliegt den ersten vom 500er Flug von Sutlet. Sie fliegt auch den ersten dabei im Regionalverband, in der Regionalgruppe. Und auf dem 600 Kilometer Flug fliegt sie in der AV von St. Pölten auch den ersten Konkurs. Sie fliegt weiterhin noch einen dritten und siebten Preis in der AV in dieser Saison. Und ja, ist eigentlich immer benannt worden, ist ein super Weibchen, kommt aus der Linie von Roland und Dennis Faber und geht hier zurück auf die Tyson-Linie von deren Assvogel. Hier haben wir unseren Stammvogel Nummer 1, den Hacki. Er bringt wohl die meisten direkten ersten Konkurssieger hier bei uns auf dem Schlag. An der Zahl sind es über 10, gemeinsam mit seiner Stammtäubin der Bonnie, die leider keine Eier mehr legt, aber er befruchtet noch und bringt immer noch super Nachzucht. Mittlerweile bereits die fünfte Generation, die hier als Nachkommen aus diesem Supervogel bei uns erste Konkurse fliegen, zweistellige Preiszahlen fliegen, also rundum einer der besten Vererber, unter anderem auch Großvater der Olympiatäubin in Brüssel. Er stammt aus einer reinen Sandertaube, und zwar einem Sohn Wonder von Hacht, gepaart mit einer Tochter Eurostar, also ein reines Horst und Frank Sander Pärchen, die es diesen Vogel hier bringt. Gezogen wurde er bei René Becker aus dem Münsterland, von dort haben wir ihn dann bekommen. Hier haben wir unseren Stammvogel Nummer 2, der schöne blaue 670. Er verkörpert die alten Jansentauben in Reinkultur. Er bringt bei uns auf dem Schlag mehr als 20 Spitzenpreise. Unter anderem bringt er die Olympiatäubin, Olympic Bonnie, die 4 erste Preise fliegt, mehrere Spitzenpreise bis zum 29. Konkurs und damit den 9. Platz international auf der Olympiade erringt. Sie war die 2. Olympiataube für Deutschland. Er hier ist der Vater, geht auf die alte Wittoger und Merckx-Linie der Gebrüder Jansen zurück. Ein wundervoller Vogel, toller Rücken, festes Becken, geschlossen. Selbst hat er Reiseleistung auch gebracht, fliegt selbst bei 12 Einsätzen als jähriger Vogel, 10 Preise und 2 erste Konkurse. Hier haben wir jetzt die 417, die Stammtäubin vom schönen blauen 670, Mutter der Olympiatäubin, Olympic Bonnie. Sie bildet das Stammpaar mit dem 670. Sie beiden bringen, wie gesagt, zusammen jede Menge Spitzenflieger, zweistellige, also eine super, super Täubin. Sie ist eine direkte Tochter vom Love Pair, von Hacki mal Bonnie, und ist mit der Stolz unseres Schlages, diese Täubin. Zeichnet sich unter anderem aus, dass auch sie ein festes, geschlossenes Becken hat, feste Muskulatur und das Markenzeichen der Geschwister dieser Täubin und auch das Markenzeichen vom Hacki sind die 3 bis 4 ganz langen Endschwingen, was immer wieder zu beobachten ist, und schmal und lang, tollen Rücken, schönes Auge, rundum ein ganz tolles Weibchen. Hier haben wir die 660, unsere Olympic Bonnie aus dem Stammpaar 670 mit 417. Sie war die 2. Olympiataube für Deutschland und die 9. Olympiataube international auf der Olympiade in Brüssel. Sie fliegt in 2 Jahren 4 erste Konkurse und noch jede Menge weitere Spitzenpreise hat sie auf ihrer Vita, wie gesagt, gezogen aus der alten Jansen-Linie mit der Tochter vom Stammpaar Hacki und Bonnie. Ist ein schönes Weibchen, nicht nur schön bunt anzusehen, sondern auch einen schönen Körperbau, schön ausgeglichen, eng geschlossenes Becken. Einfach eine super schnelle Täubin und wir hoffen, dass auch die Nachzucht weiterhin super schnell sein wird. Was machst du anders als die anderen? Bitte. Kannst du antworten? Ich weiß es nicht.